Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute kommen die Woche zwei Challenges aus Season 3 raus und dazu werde ich euch genauso wie zu den Aquaman Challenges aus dieser Woche alle Lösungen zeigen. Wenn ihr natürlich in Zukunft keine weiteren solche Videos mehr verpassen wollt, könnt ihr gerne hier ein Abo da lassen. Ich werde natürlich auch zu den nächsten Wochen auch immer die Challenge-Lösungsvideos machen. Also wenn ihr dazu nichts verpassen wollt, lasst ihr gerne ein Abo da, außerdem bewertet, kommentiert und teilt natürlich gerne das Video und schaut auch auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Link dazu ist natürlich wie immer in der Videobeschreibung und ich würde sagen, ich zeige euch jetzt einmal alle Lösungen. Wenn euch natürlich bestimmte Challenges nicht interessieren oder ihr schon wisst, wie ihr die machen könnt, dann könnt ihr auch gerne mit den einzelnen Kapiteln in der Wiedergabeleiste das Ganze skippen und dann einfach zu euren Parts skippen, die für euch interessant sind. Aber ich würde sagen, wir beginnen mal direkt mit der ersten Challenge und zwar ist sie hier in Holly Hatches. Dort müsst ihr nämlich Truhen oder Munitionskisten durchsuchen. Wichtig ist dabei nur, dass wenn man hier zum Beispiel diese Kiste öffnen will, dass man nicht einfach hier nur das Gerüst abbaut. Damit würde sich die rein theoretisch hier auch öffnen. Aber kommt die Challenge immer nicht dafür, sondern man muss tatsächlich manuell immer die Kiste öffnen oder es geht immer genauso auch mit Munitionskisten. Ist ja beides das gleiche. Als nächstes geht es dann etwas südlicher hier nach The Fortilla. Das befindet sich hier ja ganz unten links auf der Map und hier muss man dann den Henchmen, die hier überall rundherum spawnen, Headshots geben. Insgesamt 20 Stück. Dafür eignet sich natürlich eine P90 oder eben halt generell eine Maschinenpistole, denn damit macht man eben halt relativ wenig Damage und hat die Möglichkeit an einem einzigen Henchmen relativ viele Headshots zu machen. Wie gesagt, die laufen hier überall verteilt auf den ganzen Gerüsten herum. Sollte man eigentlich relativ easy finden können. Als nächstes muss man dann nach Lazy Lake gehen und dort insgesamt 3 Kills machen. Muss nicht in einer Runde sein. Hauptsache ihr macht irgendwann einfach 3 Kills und dann habt ihr auch schon direkt die nächste Challenge wieder abgeschlossen. Als nächstes geht es dann weiter hier nach The Authority. Das befindet sich hier ja ganz in der Mitte der Map und hier müsst ihr alle 8 verschiedenen Ziplines benutzen, beziehungsweise alle 8 verschiedenen Seilrutschen. Sind an allen verschiedenen Ecken von The Authority, müsst ihr einfach alle einmal benutzen und dann habt ihr auch schon direkt die nächste Challenge wieder abgeschlossen. Dann muss man hier noch als nächstes einmal nach Pleasant Park gehen, dort dann einmal mitten aufs Fußballfeld gehen und hier diesen Fußballeimer finden. Er befindet sich relativ offensichtlich hier direkt neben der Kiste und mit dem muss man ganz einfach einmal ein Tor hier schießen, also den Ball einfach einmal hier in Richtung der Tore kicken und dann sollte das auch eine relativ leichte Challenge sein. Bekommt auch eine Bestätigung einmal durch diese Sounds, die dann da auftauchen und das bisschen Konfetti. Dann weiß man auf jeden Fall, dass man die Challenge fertig hat. Muss dann auch nur ein einziges Mal machen und dann sind wir auch schon fast mit allen Challenges durch. Als vorletztes geht es dann hier noch einmal weiter zum Obstgarten und hier muss man ganz einfach entweder die Äpfel oder diese Salatköpfe aufsammeln oder eben halt verbrauchen. Also wenn ihr unter 100 Green Life habt, dann könnt ihr die natürlich auch verbrauchen. Ansonsten müsst ihr einfach 5 verschiedene aufsammeln, beziehungsweise wir brauchen nicht halt verschiedene, also könnt ihr rein theoretisch auch genau die gleichen aufsammeln. Gilt natürlich für diese Salatköpfe und für Äpfel oder was auch alles sonst hier noch liegen würde, aber ich glaube, es gibt keine weiteren Verbrauchsgegenstände. Die müsst ihr dann einfach, wie gesagt, einmal 5 verschiedene sammeln und dann habt ihr auch schon direkt die vorletzte Challenge. Als letztes geht es dann hier nochmal zur Yacht und dort muss man verschiedene Schwimmhilfen von Deadpool finden und die erste Schwimmhilfe befindet sich hier auf der östlichen Seite, einmal auf diesem Raum einen Container, der sich relativ mittig tatsächlich hier befindet von dieser kleinen Seiteninsel und dann befindet sich das Ganze hier in der Mitte zwischen diesen beiden Containerhälften und dann hat man schon die erste Schwimmhilfe. Zur zweiten muss man dann einmal hier wieder zurück aufs Schiff gehen und dann auf die westliche Seite gehen, nämlich hier neben dem Reboot-Van neben dieser zweiten Insel gibt es hier oben dann so einen Regenschirm und darunter befindet sich auch direkt schon die zweite Schwimmhilfe und die letzte Schwimmhilfe ist auch nicht weit entfernt, nämlich muss man dann einfach einmal hier runtergehen und dann einmal in den Motorraum hier reingehen und dort befindet sich dann auf der linken Seite bei diesem Greenscreen an dieser Stelle die dritte Schwimmhilfe und dann muss man wie gesagt nur noch einmal die Aquaman Challenge machen. Die ist aber auch relativ simpel, dafür muss man sich nämlich eine Angel nehmen, das Ganze bei Sweaty Sands, das heißt einmal darüber gehen und da muss man einmal die Angel in die Nähe eines Hais werfen und dann damit eben halt Wasserski fahren. Wie gesagt, das Ganze muss irgendwo in der Region bei Sweaty Sands sein, also am sichersten ist man da eigentlich, wenn man es irgendwo so dort macht, denn das gehört auf jeden Fall zu Sweaty Sands. Wenn man zu weit draußen macht, zählt es eben halt nicht, also dort muss man ein bisschen aufpassen. Aber soweit waren es dann auch schon alle Challenges. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Schreibt mir gerne Feedback in die Kommentare und dann bis zum nächsten Video. Ciao.